Ja, hallöchen, meine lieben Balkongärtner, ich bin's wieder hier vom Balkonen und ja, ich wollte euch einen Tipp geben bei den Radieschen. Ich habe hier gerade meine Radieschen gegossen und ja, wenn die schon diese Größe erreicht haben, dann solltet ihr auf jeden Fall die mal richtig schön nass machen, weil genau jetzt in diesem Stadium brauchen die extrem viel Wasser, damit sich auch die kleinen Knollen bilden können. Ja, und bei so einem schönen Wetter, wenn die Sonne richtig scheint, da ist es natürlich ganz wichtig, dass die ja genügend Feuchtigkeit haben. Ja, und was habe ich noch entdeckt? Schon die ersten Zikaden hier. Saugende Insekten. Und die befallen eben gerne den Majoran und auch den Oregano. Ja, beim Salbei, da geht es eh noch. Der Salbei ist hier verschont. Da sieht man nichts, da ist alles sauber. Und auch gerne befallen die Zikaden hier den Thymian. Das sieht man hier auch ein paar weiße Stellen, aber ganz minimal. Ja, meine Lieben, und hier werde ich auf jeden Fall nochmal mit Brennnesseljauche behandeln müssen und auch nochmal das Neemöl drüber spritzen, weil ja, das soll natürlich nicht sein, dass hier die Zikaden meine Kräuter auffressen, wobei ich sag mal so, das ist jetzt ein minimaler Befall, also das ist eigentlich schon normal, würde ich mal sagen, dass da auch so ein paar kleine Blättchen befallen sind, also das ist jetzt nicht arg schlimm, sage ich mal. Ich hatte da schon mal den ganzen Kräuterstrauch hier befallen und das wird definitiv dieses Jahr nicht passieren mit meinen Vorsichtsmaßnahmen. Also auf jeden Fall Brennnesseljauche, Neemöl und diese Gelbtafeln, das sind meine Geheimtipps. Habe ich auch unter dem Video verlinkt, wie ihr wisst. Ich werde jetzt weiterhin hier kontrollieren, ob ich noch was finde auf meinem Balkongarten. Hier bei meinem Salat sieht es recht gut aus. Also da sind überhaupt noch keine Schädlinge zu erkennen. Und sonst habe ich auch noch nichts gesehen. Also, wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich wieder bei euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian vom Balkonien. Ciao.